Willkommen beim Bahrain International Circuit. Jeden Moment begeben sich unsere Fahrer auf die Strecke und dann beginnt der große Preis von Bahrain. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erwartungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Norris, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Gasly, Tsunoda, Bottas, Ricciardo, Joe, Ocon, Albon, Hülkenberg, Magnussen und Logan Sargeant. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer F1 Mega Season 2024. Die Formel 1 geht los und auch unsere Season hier geht los. Lights out and away we go, Leute. Und ich bin gut weggekommen. Ich bin zur Erklärung Charles Leclerc, falls ihr das gestrige Video nicht gesehen habt. Schaut gerne oben rechts vorbei. Es ist die Mega Season. Sie ist wieder voll im Gange. Ich kann mich hier hinter dem Red Bull positionieren. Bin aber doch ein bisschen abgeschlagen und da hinten fliegen bereits ein paar Flügelstücke weg. Das sah nicht alles rund aus. Doch mein Start war ziemlich gut. Viele, die mit den Hards und auch mit den Mediums gestartet sind. Ich bin hier tatsächlich der Einzelkämpfer mit dem roten Reifen. Mal gucken, wie sich das Ganze mal, ja, kristallisieren wird. Wir fahren hier, wie auch gestern schon, auf Schwierigkeit 92 und natürlich auch Tendenz steigend, denn sollte das heute zu gut laufen, werden wir natürlich auch die Schwierigkeit für die Cheddar gleich mal nach oben drehen. Heute in einer Woche ist es auch dann wieder soweit, dann geht es direkt nach Saudi-Arabien, wird dann das zweite der drei Samstagrennen sein, aber jetzt gehen wir mal zurück nach Bahrain. Wir werden noch ein bisschen über das Qualifying quatschen, aber was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, meine Predictions für das Rennen, ich freue mich extrem drauf und was alles im Rennen abging, behind the scenes und natürlich auch on track, werden wir uns alles morgen in einem Recap-Video angucken, sprich wir werden auch morgen auf alle Einzelheiten des Rennens eingehen, auf viel Diskussionsstoff, aber vermutlich auch ein bisschen, wie es mit Akte Horner weitergehen wird. Jetzt mal hier zurück in unser Renngeschehen. Wir können uns gut an Max Verstappen dran saugen. Ich muss allerdings wieder zurückstecken. Ich glaube, wenn das DRS dann enabled ist, haben wir gute Chancen. Jetzt mal aus der letzten Kurve raus und ich klebe förmlich an Max Verstappen dran. Werden wir es da tatsächlich schaffen? Jetzt scheren wir mal aus, gehen neben den Niederländer. Reicht es dann, um in Turn 1 da schon mal reinzugehen? Und es reicht, Leute. Wir gehen nebeneinander mit Max Verstappen. Doch, oh mein Gott, der zieht da wieder innen ordentlich vorbei. Ja, bis jetzt muss ich sagen, ist mir nicht fad. Die Pace der Red Bull stimmt auf jeden Fall, meine auch. Aber auch die dahinter. Piastri drückt ordentlich an, auch Sainz ist natürlich noch mit dabei. Und es wird auch unfassbar cool halt werden, das Rennen, würde ich mal sagen. Hier nochmal die Start-Replay und da sehe ich auf jeden Fall, dass Perez Wheelspin hatte, aber Verstappen Start war noch viel schlechter. Das Ding war halt, die waren beide vor mir und ja, deswegen konnte ich da jetzt auch nicht so gut da reingehen in Turn 1. Perez quetscht sich da irgendwie Max dran und ich bekomme von hinten einen Schlag. Das müssen wir jetzt noch einmal kurz gucken in der Replay, wer uns da hinten drauf geditcht ist. Also das waren nicht die Ferrari, es muss dann vermutlich der Ferrari gewinnen. Nein, kann er nicht gewesen sein, oder? Also ich bin ja der Ferrari. Es war ein Mercedes, der uns da hinten ein bisschen touchiert hat, konnte aber da auch nicht davon ausgehen, dass ich da vom Gas gehen muss, weil die beiden Red Bulls da sich ja ein bisschen bekriegen. Wir sind jetzt hier mitten in der dritten Runde, beziehungsweise in den letzten paar Metern der dritten Runde. Ich komme sehr gut raus und das könnte tatsächlich jetzt mit DRS Hilfe, ja, der erste Angriff werden. Runde 3 reicht es hier, um jetzt Turn 1 was auszurichten. Wir gehen in den Windschatten, wir saugen uns langsam sicher dran und gehen jetzt mal außen an dem Dreifach-Weltmeister vorbei. Es reicht, Leute. Wir übernehmen hier den zweiten Platz. Aber eher ein Mauer-Exit. Der war jetzt nicht so stabil. Und da kommt Max direkt wieder angeschossen. Wir bleiben hier mittig. Er ist auf der Innenseite. Wird das reichen?
Ja, und der quetscht sich da einfach irgendwie wieder rein. Das ist stark, was der da abliefert. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und da muss ich, ziehe ich den Kürzeren, muss ich wieder nachgeben. Und einen spielt das natürlich enorm in die Karten und das ist Sergio Perez. Der Brett zieht da vorne davon, der ist schon über 2 Sekunden vor Verstappen und natürlich auch schon jetzt logischerweise 2,2 Sekunden oder noch mehr vor uns. Das ist jetzt Runde Nummer 4 und jetzt gehen wir erneut an Max Verstappen dran und jetzt reicht es dann auch. Wir gehen an die Niederländer wieder mal vorbei und das ist wieder die Replay natürlich und ja, ich habe spät realisiert, dass er da innen vorbeigehen will, dachte aber auch, dass ich ehrlich gesagt mit den roten Reifen die viel besseren Karten habe. Doch der hat so spät bremsen können mit den gelben, mit den weißen Reifen, das ist wirklich unmenschlich. 5. Runde, Leute, es könnte besser laufen auf jeden Fall. Also der Ferrari scheint hier nicht so stark zu sein. Und was bringt mich jetzt ein bisschen dazu, dass wir über das Qualifying von gestern quatschen und über meine Erwartungen des heutigen Rennens. Was soll ich sagen, das Qualifying war eigentlich top. Man hatte vieles, man hatte im Vorfeld eigentlich Hoffnungen, dass Mercedes wieder da ist, aber auch Hoffnungen, dass Ferrari so ein bisschen die Show stehlen könnte. McLaren war leider außen vor, auch im Qualifying. Man war nicht on point, man ist nur 7-6 oder so geworden. Ganz, ganz schwache Leistung, aber auch von Lewis Hamilton, der ist nur auf den 9. Platz gelandet und war dadurch ja tatsächlich eher schwach. Vorne war es tatsächlich sehr spannend, denn Charles Leclerc hatte an und für sich die Qualifying, ja, oder die schnellste Runde des Qualifyings gefahren, jedoch hatte die schon in Q2 gefahren. Wir gehen jetzt in die Box rein, es reicht nicht mehr, um hier die Pace mitgehen zu können. Es sind aber auch schon 10 Runden vorbei, also ich würde sagen, wir haben das gut gemanagt und mein Teamkollege kommt auch rein. Das ist gar nicht gut. Ja, um zurück zum ganzen Geschehen zu kommen, ja, Leclerc war eigentlich der schnellste leider in Q2 und war, ja, durch Wind und auch durch Streckenverhältnisse leider dann und auch durch einen fehlenden Softreifen leider nur Platz 2. Doch der war wirklich am nähersten dran. Die Ferraris schauen sehr stark aus. Auch Perez mit vorne dabei, 4. Platz. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Auch Russell, 3. Platz. Das kann sehr interessant werden da vorne. Wir haben alle Teams vertreten, aber natürlich im Übermaß Ferrari. Vielleicht, wenn man es diesmal gut anstellt, könnte man da was machen. Mein Tipp ist auf jeden Fall, Verstappen gewinnt das, denn ihre Race-Pace ist einfach die mit Abstand schnellste im gesamten Fahrerfeld. Und dahinter könnte es ein enger Kampf zwischen Russell, Sainz und Leclerc werden. Sollte nicht Perez überraschen, aber mein Tipp ist, Verstappen gewinnt das Ganze vor Sergio Perez und dahinter kommt Carlos Sainz. Was denkt ihr, wer wird im Rennen dominieren? Jetzt gehen wir mal zurück hier in unsere Mega-Season. Wir waren mittlerweile in der Box drinnen und das schaut gut aus. Wir sind auf einem soliden 6. Platz und müssen natürlich jetzt ein bisschen pushen, will aber auch nicht zu stark pushen, denn es ist natürlich auch so, dass wir die Reifen für einen schnellen Run brauchen. Sainz auf den weißen Reifen einfach die schnellste Rennrunde gefahren, sehr, sehr strong, meine Teamkollegen. Aber jetzt heißt es natürlich mal abwarten und da scheidet jemand aus. Das könnte gut werden, aber nicht mehr für uns. Nein, es ist Sainz. Es ist Carlos Sainz, der hier immer langsamer wird und DNF. Mann, das geht. Nein, bitte nicht. Ja, der Red Bull geht jetzt an die Box. Ich hoffe natürlich, dass es für uns reichen wird, um näher mal dran zu kommen. Wir hatten quasi den Undercut-Versuch. Aber nein, die Red Bull war nicht in der Box, die waren schon vorher, Alonso und auch, ja, Norris, den konnten wir locker undercut, nein, Norris ist draußen geblieben, das war Piastri. Wir sind jetzt wieder auf dem 4. Platz, aber hinter Perez und Verstappen und da ist der Abstand auf einmal auf über 5 Sekunden auseinandergezogen. Das kann natürlich nichts Gutes bedeuten. Das kostet viel, 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 viel Zeit. Und ich glaube auch, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Denn der McLaren da vorne ist jetzt safe da nochmal ca. 5, 6, 7 Sekunden. Vielleicht auch 8 oder 10 Sekunden weg. Und der könnte dann wirklich verdammt knapp hinter uns rauskommen. Ich bin wirklich auch froh, dass der Ausfall von Sainz nicht irgendwie in der Safety-Car-Phase ausgelöst hat, denn das wäre der Worst Case gewesen, sondern wäre ich irgendwie im Mittelfeld gelandet. Ja, 4. Platz aktuell mal. Ja, Piastri ist jetzt hinter uns. Es war Norris, der in der Box war.
Piastri hat sich da jetzt hinter uns wieder rangekämpft auf 1,5 Sekunden und ich kann diese Pace einfach nicht gehen. Safety Car! Natürlich, das ist, könnte jetzt tatsächlich ein Game Changer werden. Meine kurze Überlegung hier, gehen wir in die Box rein, holen wir uns einen frischen roten Satz. Würde für 5 Runden auf jeden Fall Sinn ergeben. Doch, ja, bei 8 Sekunden oder 9 gar, wie es da bei Verstappen ist, der jetzt doch schon Perez überholt hat und auch noch die schnellste Rennrunde hat. Ja, kann es eigentlich nicht anders laufen. Die könnten jetzt theoretisch diesen Move wagen. Ich würde irgendwie auf den 12. Platz oder noch weiter zurückfallen. Hier 10. Platz. Das würde das Ganze einfach ja nicht begründen. Ich verliere, keine Ahnung, hier einen wertvollen Podiumsplatz, um dann den einen Punkt für die schnellste Rennrunde zu holen. Das kommt mir ähnlich strategisch vor wie der eine Move von Ferrari in Belgien, als man Leclerc reingeholt hat und der dadurch nur 5 Sekunden Strafe bekommen hat. Ja, ihr wisst was, worauf das jetzt rausläuft. Ich könnte jetzt aber dennoch hier noch gut wagen. Jetzt geht's aber mal in den Broadcast-Modus des Qualifyings. Jetzt können wir uns endlich mal angucken, was hier los war. Eine 5 Sekunden Strafe für Yuki Tsunoda. Interesting, interesting. Alonso ist auch nur 6. hinter Hamilton, Piastri ist dann davor. Wir auf den 3. Platz. Ich bin mit Charles Leclerc unterwegs. Guan Yu auf den letzten. Und Russell ist jetzt auch draußen. Das könnte jetzt natürlich auch der Grund des Safety Cars gewesen sein, dass es da irgendwie einen Crash zwischen Yuki und Russell gab. Ist natürlich nur Spekulation. Dennoch wünsche ich mir, dass wir jetzt im Restart da tatsächlich noch einmal ein bisschen was machen können. Es wäre cool, im Restart da tatsächlich nochmal die Red Bulls zu ärgern, nochmal vielleicht zu spalten oder gar sogar den Sieg uns einzufahren. Es ist spannend. Das kann jetzt rennentscheidend werden. Ich hoffe auch, dass das heutige Rennen so interessant werden wird. Wie gesagt, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Verstappen das gewinnt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ihre Race Pace ist einfach extrem stark und selbst wenn da Perez 10% nur davon leisten kann, sehe ich den trotzdem am Podium. Also wenn nicht der Zweite, dann wieder der Dritte. Leclerc sehe ich auch irgendwie drauf. Der ist so stark wieder in Form. Aber jetzt geht's mal hier zurück in unseren Restart. Sergio Perez jetzt vor mir, Max Verstappen. Einmal kurz vom Gas, das ist so ein bisschen mein Lifehack für den Restart. Und jetzt konnte ich schon, während hier diese Grünphase war, voll beschleunigen. Wir gehen im Windschatten Richtung Turn 1. Neben Sergio Perez, Max zieht da ein bisschen davon. Ich gehe weiter, um Perez auf innen genug Platz zu lassen. Es ist gelb, Perez darf mich zurück überholen. Und wir übernehmen den 2. Platz, Leute. Und ich bin sogar in unter einer Sekunde hinter Verstappen. Ich bin sehr unsicher, ob das irgendwie reichen wird, den noch anzugreifen. Denn meine Reifen sind doch eine Runde älter. Dennoch, es könnte nicht besser laufen. Der Safety Car hat uns hier tatsächlich den 2. Platz beschert. Perez ist schon ein bisschen im Attack. Oh mein Gott, Perez hat doch noch gegen Piastri jetzt verloren. Ja, der mit dem weißen Reifen ordentlich jetzt noch Pace zeigt. Natürlich, da ist auch noch am meisten Leben drinnen. Ich hoffe, er greift nicht uns jetzt noch an. Ja, und ich bin leider auch schon aus dem Fenster zu Max Verstappen draußen. Das ist natürlich bitter. Das ist echt schade. Doch, die sind wirklich verdammt schnell. Auch hier im Game hat man da keine Mühen gescheut. Da ist auch der Red Bull das mit Abstand schnellste Auto, ähnlich wie in der letzten Season halt eben. Ich freue mich auch schon auf FN24 und da wird es natürlich ab dem Release von dem FN24 wird es dann natürlich auch mit der Mega-Season in FN24 weitergehen. Aber jetzt mal hier zurück, ich kann auch gut jetzt mitgehen, 1,4 Sekunden, Piastri macht mir ein bisschen Sorgen, doch ich heiße natürlich Fokus nach vorne, ich will jetzt auch nicht zu stark drüber nachdenken, sonst passieren noch mehr Fehler. Es sind nur 1,3 Sekunden noch dahinter, hat sich das Ganze eingependelt. Wir gehen in die letzte Runde, die 20. von 20. Es war bis jetzt eigentlich ein Rennen, wo vieles dabei war, aber auch wo vieles meiner Meinung nach besser laufen hätte können. Denn der Stop an sich war eigentlich schnell, aber er war blöd getimed. Wir hätten dann einen Undercut wagen können, beziehungsweise ich hätte einen Undercut wagen können. Ich glaube, da wäre es noch viel besser gegangen. Ja, Verstappen hat keine Probleme mit dem Reifen. Meine Reifen sind tot, tatsächlich. Also Verstappen jetzt über 2 Sekunden weg und Piastri tatsächlich in der nächsten Kurve. Ja, hier wieder ein leichter Pendler drinnen. In der nächsten Kurve, ja, jetzt ist am DS-Fenster, aber es reicht dennoch. Halbe Sekunde fehlt uns zwar. Max Verstappen gewinnt das Rennen und wir werden dank dem Safety Car 2. Platz hier beim Auftakt unserer Mega-Season in Bahrain. Was denkt ihr, wer wird das heutige Rennen gewinnen? Da gibt es fast die Kollision, aber ich kann nichts mehr steuern hier. Wir gucken uns natürlich
auf jeden Fall mal die Siegerehrung an, wo auch wir drauf sein werden. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Du musst diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Es war ein sehr, sehr tolles Rennen. Wir haben 18 Punkte mitgenommen. Und zur schnellsten Rennung, ja, da hat eine halbe Sekunde gefehlt. Also da waren die tatsächlich in der eigenen Liga. Teamkollege Hund leider 0 Punkte, was in der Konstrukteurs-WM leider schon auf den dritten Platz zurückwirft. Und die Red Bull jetzt mal untouchable sind, obwohl Perez ein bisschen geschwächt hat. Für heute war es das mal. Wie gesagt, morgen werden wir auf alle Einzelheiten des Grand Prix eingehen von Bahrain. Das Race Recap Video zum Bahrain Grand Prix, Hashtag 1 von 24, gibt's dann morgen. Ich freue mich extrem. Abonniert dafür gern kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und am Montag geht's dann wieder los mit der, geht's dann wieder weiter mit der My Team Season. Natürlich wie gewohnt um 14 Uhr. Vielen, vielen Dank. Abonniert gern kostenlos hier den Channel und lasst auch gern ein Däumchen rum da, falls euch meine Videos gefallen. Schaut auch gern auf Instagram, iTunes-Gaming, aber vor allem auch gern auf Ilz-Tobi auf TikTok vorbei. 13.000 Leute fast. Und da gibt's wirklich extrem viel vom Land-Stuff. Und natürlich auch extrem viele News und so weiter. Also falls ihr vom Lions-Fan seid, dort seid ihr genau richtig. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.